Für den Aufbau von Beispieldateien möchte ich zufällige Werktage erzeugen. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Nachzulesen gibt es das Ganze auch auf theosblog.com vom 22. Januar 2014. Für Beispieldaten habe ich hier zum Beispiel zwei Verkäufer, Mario und Sascha, und da kann ich ja hier Verkaufszahlen eintragen, zum Beispiel mit der Funktion Zufallsbereich. Mit Zufallsbereich kann ich eine ganzzahlige Zahl hier eingeben, zum Beispiel von 10 bis Semikolon, die nächste ganzzahlige Zahl bis zu 1000, sagen wir mal. Klammer geschlossen, Enter gedrückt und jetzt kommt hier eine Zahl heraus, die kann ich nach unten kopieren. Und bei jeder Aktion in meinem Blatt hier, bei jeder Aktion, ich trage ein Datum ein, werden diese Formeln neu berechnet. Das kann ich natürlich verhindern, indem ich diese einmal erzeugten Zahlen hier mit Steuerung C kopiere, mit Steuerung V direkt auf den gleichen Bereich wieder einfüge und dann unten bei den Einfügeoptionen auf Werte klicke und damit werden fest einmal Werte eingetragen und die verändern sich dann auch nicht mehr. Jetzt hat ja jedes Datum, wenn ich hier eingeben würde, 1.1.2014, hat ja auch eine Zahl, das ist die nicht numerische Darstellung und jetzt drücke ich mal hier Steuerung Komma, das entspricht der Zahl 41.640, also seit dem 1.1.1900. Wenn ich jetzt hier den 31.12.2014 eingebe und da Steuerung Komma, sehe ich die Zahl 42.004, also könnte ich hier auch mit Zufallsbereich von dieser Zahl hier, von der unteren 1.1. bis 31.12. Datumswerte errechnen. Aber wenn ich mir das mal genauer angucke, ich rechne das mal nach unten durch. Oh, natürlich muss ich dann hier noch schützen. Moment, einmal F4 drücken, damit das Ganze in Dollar gesetzt wird. So. Und dann sehe ich hier, ja, Datumswerte. Aber wenn ich mal in die Formatierung gehe, ich klicke mal Steuerung 1 und schaue mir die Formatierung an, klicke mal auf Benutzer definiert und trage hier vor dem Doppel-T nochmal drei Ts ein. T, 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 Komma, Leertaste. Damit sehe ich hier zweistellig immer den Wochentag. Da habe ich auch Samstage und Sonntage mit dabei und das möchte ich nicht. Das sollen ja hier vielleicht Verkäufe sein. Oder Versicherungsgeschäfte, die nur werktags stattfinden, nicht samstags, nicht sonntags. Und das ist hier ja die Aufgabe. Dafür habe ich mal eine kleine Tabelle vorbereitet. Ich lösche mal die Werte. So, und da habe ich oben einen Sonntag eingetragen, den 5. Januar. Das war ein Sonntag. Und wenn ich auf diesen 5. Januar jetzt mal 7 Tage drauf rechne, also ich nehme den Wert da oben, drück mal F4, dass das geschützt ist und rechne hier diese 7 Tage drauf, dann ist klar, ist das 7 Tage weiter. Ich drück mal dreimal die F4-Taste, damit das Dollarzeichen vor dem A ist. Also, ich habe jetzt hier 7 drauf gerechnet. Wenn ich es runterziehe, habe ich hier 14 Tage drauf gerechnet. Hier habe ich 21 Tage drauf gerechnet. Ja, also ich kann hier natürlich ein Datum nehmen und immer 7 Tage weitergehen. Das machen wir auch mal mit 0 Tagen weiter. Dann kann ich aber auch Zahlen noch draufrechnen, die unterhalb von 7 sind, nämlich die Zahlen 1 bis 5. Warum 1 bis 5? Gehe ich von einem Sonntag aus und rechne 1 drauf, habe ich den Montag, rechne ich 5 drauf, habe ich einen Freitag, rechne ich 6 drauf, hätte ich den Samstag, das will ich aber nicht, rechne ich 7 drauf, habe ich wieder den Sonntag, will ich nicht. Was ich also mache ist, ich rechne jetzt noch den Wert da oben mit drauf und drück mal zweimal die Taste F4, dass die Zeilenzahl, die 1, geschützt ist und habe jetzt hier entsprechend in der ersten Spalte nur Montagswerte und in den anderen Spalten die Werte Mittwoch, Donnerstag, Freitag. So, das Ganze kann man natürlich ja sich auch in einer Zufallsbereichformel vorstellen, dass ich also sage, hier nimm mal irgendein Vielfaches von 7, irgendein Vielfaches von 7, also irgendeine Zahl mal 7 und irgendeine Zahl von 1 bis 5. Rechne also irgendein Vielfaches von 7 plus eine der Zahlen 1 bis 5 und dann habe ich irgendein Datum aus diesem Bereich. Das habe ich hier jetzt gemacht. Also wenn man sich das mal anschaut, ja, ich drücke hier mal die Taste F9 zum Aktualisieren. Hier kommen tatsächlich von meinem Sonntagsstartdatum, hier kommen tatsächlich nur Werte immer raus mit
Zufallsbereich, die irgendwo zwischen Montag und Freitag liegen. So, und das baue ich hier dann auch mal ein. Die lösche ich raus. Das hier merke ich mir mal. Moment mal, was haben wir denn drüben gehabt? Den 29.12., den trage ich hier einfach mal so ein. Was ist denn das? 29.12.2013, Steuerung Komma. Diese Zahl ist das. Die trage ich hier mal ein. 41.637. Darauf rechne irgendeine der Zahlen 1 bis 5 und darauf rechne irgendeine Zahl, Zufallsbereich, sagen wir mal von 1 bis 53 Wochen minus 1. Moment, das setze ich mal in Klammern. Mal 7. Und damit habe ich den Multiplikator der Wochenzahl mal 7, hier den Tag Montag bis Freitag, und ich erhalte hier meine Zufallszahlen, die auf keinen Fall auf Samstag, Sonntag liegen. Ich brauche halt nur ein Startdatum. Da ich das hier fest in die Zelle eingetragen habe, kann ich das natürlich hier dann auch wieder löschen und auch hier natürlich die Werte einmal Steuerung C kopieren, Steuerung V einfügen, mit harten Werten überschreiben und ich habe meine Beispieldateien für irgendwelche Auswertungen. Also mit der Funktion Zufallsbereich kann man sehr kreativ umgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.